Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache heute mal ein kleines Hands-on über das LG Optimus L5. Fangen wir einfach mal mit der Größe des Smartphones an. Es ist 118,3 mm lang, 66,5 mm breit und 9,8 mm dick bzw. dünn. Ganz oben auf der Vorderseite befindet sich einmal die Hörermuschel bzw. der Lautsprecher. Dann haben wir hier ein Licht- und ein Nährungssensor. Dann unser Logo. Dann haben wir ein 4 Zoll großes HVGA TFT LCD Display. Es ist 4 Zoll groß. Man könnte auch sagen, es hat eine Diagonale von 10,2 cm. Es hat eine Auflösung von 480 Pixeln in der Höhe mal 320 Pixeln in der Breite. Ja, was kann man noch sagen? Im Smartphone werkelt ein 800 MHz Qualcomm Prozessor. Die genaue Bezeichnung heißt MSM 7225A Cortex A5. Ja, wir haben das neueste Android und zwar Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich. Und schauen wir mal weiter, was wir noch so haben. Wir haben hier zwei touchbasierende Buttons, die wir jetzt hier nicht sehen können oder nur sehr schlecht. Dann haben wir hier noch einen physischen Button und das war es eigentlich auch schon zur Vorderseite. Hier unten haben wir einmal ein Micro-USB-Anschluss zum Laden des Geräts und zum Datenaustausch. Ja, dann haben wir ein kleines Mikrofon. Auf der linken Seite haben wir den Lautstärkeregler. Dieser ist nicht mit Plus oder Minus gekennzeichnet, ist aber trotzdem in Ordnung. So, auf der rechten Seite befindet sich nichts. Auf der oberen Seite haben wir einmal den Sleep and Wake Button bzw. Noch den An- und Ausschalter. Und ja, links daneben haben wir noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der Rückseite haben wir einmal eine 5 Megapixel Kamera, welche auch Videos aufnimmt und zwar in VGA Qualität. Wir haben eine LED und etwas weiter unten haben wir dann noch einen Lautsprecher. So, das Ganze ist ein bisschen geriffelt, aber es bringt wirklich nicht viel, da dies nicht sehr weit hineingeht, da es nicht sehr tief ist. Also es ist mehr zur Show, mehr zum Aussehen. Soll es dazu beitragen. Okay, wir wollen jetzt einmal den Akku wechseln, das geht ganz einfach. Wir nehmen unseren Finger und drücken das Plastikgehäuse nach außen. So. Tada. Jetzt haben wir hier einmal unseren Plastikdeckel. Dieser ist biegsam und hier haben wir das NFC. Die NFC-Technologie, hier haben wir dann die zwei Pole und wenn wir das Ganze dann auf das Smartphone drauf machen, dann wird das verbunden und wir können die NFC-Technologie nutzen. Deswegen sollte man hier aufpassen, dass da nicht unbedingt Wasser oder sonstiges draufläuft und man sollte es auch nicht unbedingt kaputt machen. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Wir haben hier unseren 1500 mAh Akku. So. Wie gesagt, hier ist unser Lautsprecher. Dann haben wir hier unseren SIM-Karten-Einschub. Und hier auf der linken Seite unseren Micro-SD-Karten-Einschub. Bis zu 32 GB und intern sind auch schon 4 GB verbaut.
So, machen wir erst einmal wieder den Akku hinein. Wir haben WLAN, wir haben UMTS, HSDPA 7.2 und Quadband. Ja, was kann man noch so sagen? Einmal, es wiegt 125 Gramm, also relativ leicht für so ein Smartphone. Und vielleicht noch etwas zur Akkulaufzeit. Im Standby-Modus hält es im 2G-Netz bis zu 900 Stunden, im 3G-Netz bis zu 900 Stunden. Also, ja, egal ob es 2G oder 3G ist, es hält bis zu 900 Stunden. Wenn wir mit dem Smartphone sprechen, dann hält es im 2G-Netz bis zu 600 Minuten und im 3G-Netz bis zu 575 Minuten. Also, ja, relativ in Ordnung. Das war's eigentlich auch wieder schon. Bis zum nächsten Mal.